Ja, es geht jetzt darum, mit Vektoren den Schwerpunkt eines allgemeinen Dreiecks zu berechnen. Genau, wie berechnet man den Schwerpunkt vom allgemeinen Dreieck? Also ich würde es jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich würde das so zwei Geraden durch das Dreieck ziehen und dann einen Schnittpunkt, also diese zwei Geraden, die den Schwerpunkt so... Ja, und welche Geraden sind das? Also immer die von einem Punkt zum Mittelpunkt des anderen. Genau, das sind die sogenannten Schwerlinien. Das heißt, ich habe hier die Mitte von BC, ich habe die Mitte von AB und hier die Mitte von AC. Und das heißt, wenn ich diese Linien hier nehme, dann schneiden die sich in einem Punkt, im Schwerpunkt. Und das ist der Schwerpunkt S. Und jetzt kennen wir elementargeometrisch auch eine Aussage. Wir wissen, die Schwerlinie, diese Linie heißt Schwerlinie, wird vom Schwerpunkt in einem festen Verhältnis geteilt. Das ist bei zwei Drittel, ein Drittel? Oder? Jo, also zwei Drittel, ein Drittel. Im Verhältnis 2 zu 1 teilt der Schwerpunkt die Schwerlinie. So, und jetzt denken wir uns einfach irgendwo einen Ursprung, der könnte jetzt hier liegen. Und dann haben wir hier einen Vektor A, der auf den Punkt A zeigt. Wir haben hier einen Vektor B, der auf den Punkt B zeigt. Und wir haben einen Vektor C, den zeichne ich jetzt hier nicht mehr ein, der auf den Punkt C zeigt. Und jetzt ist die Frage, wie berechne ich denn zum Beispiel den Mittelpunkt MBC? Wie berechne ich den? Mal den Punkt B und den Punkt C und dann rechnen wir für den x-Wert b plus c halbe und für den y-Wert b plus c halbe, aber durch das x-Wert halt. Genau, und das kann ich aber schreiben als, also das hier ist ja der Vektor b, das ist der Vektor c, dann ist das b, Vektor b plus, das ist das Vektor b plus Vektor c halb. Der Vektor plus dem Vektor geteilt durch 2 ist das. Plus b plus c. B plus C halb, ja. Halbe. Weil es ja in der Mitte ist. Genau. So, und jetzt rechne ich diesen Vektor aus, den AMBC. Wie rechne ich diesen Vektor aus? Achso, der man hat den einen Startvektor, kann man sagen. Das A. Dann erkennt man, wie viel der MBC, wie weit der weg ist. Aber da gibt es eine eindeutige Formel. Die Formel heißt Ende minus Anfang. Das ist das Prinzip, dass die Welt im Innersten zusammenhält, sage ich immer. Was ist hier das Ende? Das Ende ist MBC. Also ist das OMBC. Weiter, minus? Minus das A. OA, jo. So, und jetzt gucken wir, wie das hier mit diesen Vektoren erklärt ist. Also OMBC war ja der hier. OMBC war B plus C halbe und davon ziehe ich ab. UA. Also A, das ist ja der hier. Hier ist der Ursprung. Also minus A. Das ist dieser Vektor hier. So, und jetzt weiß ich, dass der Schwerpunkt, dieser Schwerpunkt hier, der liegt ja zwei Drittel in die Richtung. Wie kann ich den jetzt rechnen? Das weiß er einfach geteilt durch zwei Drittel. Das ist nicht sauber. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Das muss man sauber erklären. Ja, dieser Vektor von dieser gelbe Pfeil da. Und den kann man jetzt durch 3 rechnen, dann mal 2. Ja, also dann machen wir es doch mal. Also das heißt, jetzt machen wir A, M, B, C und das Ganze mal 2 Drittel. So, aber das ist nicht OS. A, M, B, C. Mal 2 Drittel. Das ist dieser Vektor hier, aber nicht der hier. Ach so, nicht der da. Aber jetzt habe ich schon mal den AS. Und wie kriege ich jetzt den raus, den von O nach S? Wenn man erstmal den A geht und dann... Genau, und wie schreibe ich das hier hin? Vektor A plus das da. Plus so, genau das. Also das ist A plus 2 Drittel mal AMBC. Der AMBC ist der hier. So, jetzt rechnen wir da weiter. Ausmultiplizieren. 2 Drittel mal B plus C durch 2 minus 2 Drittel mal A. Ich würde es jetzt einfach mal langsamer machen. 2 Drittel B plus 2 Drittel C durch 2. Jetzt kann ich das halbe doch hier direkt dazu nehmen. Wo direkt dazu?
Naja, zwei Drittel mal B halbe, B plus C halbe ist doch so. B halbe plus C halbe. Ja, okay, das geht doch. So, weiter. Jetzt zwei Drittel mal B halbe, das ist 2B durch 6. Oder? Oder B durch 3 und dann noch C durch 3. Plus ein Drittel A. Und das fällt uns auf, das ist A Drittel plus B Drittel plus C Drittel. Oder A plus B plus C Drittel. Also das ist A plus B plus C Drittel. Das heißt, man kann den Ortsvektor auf den Punkt A plus den Ortsvektor auf den Punkt B plus den Ortsvektor auf den Punkt C nehmen, die alle drei addieren und dann durch 3 teilen. Und das ist der Schwerpunkt. Und das nenne ich viertes Parallelogrammgesetz. Das heißt, OS, also der Ortsvektor auf den Schwerpunkt, ist OA plus OB plus OC Dritte. Also viertes Parallelogrammgesetz, OS gleich OA plus OB plus OC Drittel. Und die Formel bitte auswendig.